So. Ja, Ja, ist ja nicht schlimm. perfekt. Machst du eben den Stream noch mal an und dann ist gut. Ist schon an. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt als Zuschauer rein? Einfach auf Dreieck drücken? Wüsste. Okay, ich habe jetzt Dreieck gedrückt, jetzt reingegangen. Auch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Das ist natürlich ein Das bisschen hoffen wir ärgerlich. alle. So, aber wir sind Luan. wieder online. Ja. Luan 137. Tatsache. Schafel 138. Also ich sehe alles. Anscheinend bin ich wieder Kommentator, ja. Das ist so. Klappt doch alles super. Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Da guckst du einmal kurz Zwischenzeiten, weißt du, und dann, naja. Konzentrieren wir uns hier aufs Q3. Wir haben noch 6 Minuten. Luan 137. Also gleiches Niveau wie eben gerade. Für eine Banker schon gut. Schafel kann mitgehen. Droppy ist ein bisschen abgeschlagen, muss man sagen. Stream läuft auch wieder, alles wieder gut. Sehr gut. Sorry dafür, mein Ding. Kampas, ach, hör mal, du bist nur in die Rennleitung gegangen. Also, Ich wenn wollte das schon ein Fehler ist. einfach sehen, ob hier einer heute eine 15-9 im ersten Sektor feiert. Das wollte ich einfach nur sehen. Aber egal. Du hast wahrscheinlich gerade So. gefahren, aber jetzt gucke ich nicht mehr. Martin, guck du mal. Also, ja, wenn, dann gucke ich lieber gleich. So, Han Solo ist jetzt, glaube ich, der Einzige, der noch Ja. vernünftig auf Outlap ist, weil Timo ist gerade ungültig, wird, denke ich mal, in die Box fahren. Jawohl, tut er auch. Ja, aber ich bin auf Han Solo drauf. Der Red Bull-Pilot, auch wirklich in guter Verfassung. Vor allem im Qualifying hast du ja schon erwähnt, hat sich hier auch gemausert. Und man darf nicht vergessen, also das ist wirklich eine starke Liga, ne? Also das ist nicht zu Ja, unterschätzen. absolut, absolut. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Also wirklich konstant Top-10-Positionen im Ja. Qualifying. Zwar ein paar Ausreißer dabei, aber mehrfach Top-10. Durchaus guter Qualifying-Fahrer. 16-1 Und im ich Sektor 1. glaube, Han Solo hatte doch sogar einen Saisonsieg, wenn mich nicht alles Ja, täuscht, in oder? Las Ja. Vegas, weißt du noch? Genau. Da ist er doch Genau. mit mir vorbeigeflogen, mit Droppy an mir vorbei und dann in der letzten Kurve waren es, ich glaube, 7000 oder sowas. Stimmt, ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass du da Ach, verloren hast, sondern das ist doch völlig egal. aber schön, dass das anmerkend dabei gedacht wird. Das ist doch super. Da hat er wirklich schlau gemacht. 44,9 in Sektor 2 44,9. ist Und jetzt okay. ist auch Racer dabei. Also Racer hat es doch rechtzeitig geschafft. Super, das heißt, wir haben gleich ein volles Starterfeld. Ja, war der heute verhindert wegen der Arbeit wahrscheinlich oder Weihnachtsfeier oder ne? Och, er hatte irgendwas geschrieben, aber ich lese Okay. da nicht so viel. So, Han Solo 144 ist erstmal okay. Ah. Wird aber wahrscheinlich noch ein zweiter Schuss kommen, vermute ich Ja, mal. reicht auch zeitlich noch und jetzt haben wir wieder die Ruhe vor dem Sturm erstmal. Übrigens, das ist die Taktik von Han Solo, falls es dir mal aufgefallen ist, das ist mir letztens aufgefallen. Der fährt so raus, dass er in die Box fahren kann und direkt wieder raus kann, damit er im Rhythmus bleibt. Ja, Ist mir mal auch eine aufgefallen. sehr, sehr interessante Taktik. Ja. Ja, da ist aber auch jeder Fahrer ein bisschen anders. Also Genau. ich setze meine Runde fürs Delta, die ist aber auch wirklich nur fürs Delta, und konzentriere mich dann wirklich so ein paar Minuten auf den letzten Schuss. Also ich könnte das so zum Beispiel nicht, aber da ist jeder Fahrer wirklich, hat seine eigenen Gegebenheiten. Ja, So, ich mach's. Mika Ich schreibt hab's. auch gerade, er streamt heute wirklich nicht. Oh. Okay. Naja, ich habe den Stream ja eben auch kurz mal aus Protest ausgemacht, damit Mike sieht, wir stehen bei ihm. So, Panna wird der nächste sein, der jetzt hier so ein bisschen antizyklisch fährt. Ja, hoffentlich, Vielleicht, ja. Das. ich hab auch eine Idee, warum er das macht. Ich weiß aber nicht, ob sie es machen werden. Ich vermute, er fährt ein bisschen früher und opfert sich für den Windschatten für Droppy. Weiß ich nicht. Weiß Obwohl, ich die nicht. Gerade ist sehr kurz, ne? Ja, also es lohnt sich hier nicht, weil du hast zwar 3 Geraden mit dem DRS, aber du fährst sie eigentlich nie wirklich aus. Ja, stimmt, gebe ich dir Du recht. stehst da eher dem anderen Fahrer im Weg, aber so wie es aussieht, hat Panna jetzt zumindest freie Fahrt. Ja, Luan geht jetzt schon raus, also entweder fährt er 2 Outlaps. Kann natürlich Ja, sein. und macht durchgängig die gelbe Flagge, das heißt, er wärmt die Reifen auf. Ja, wahrscheinlich Gasbremse. Aber wenn er sie Ja. jetzt schon aufwärmt, ein Zeichen dafür, dass er nur eine Outlap fährt. 16-0 vom Panhard, das ist stark. Absolut, also, oh, da kommt, ah, Oh! ärgerlich. Gut, Ja. aber noch nichts verloren. Er kann Genau. jetzt ERS ausmachen, da geht noch was.
Ja, hat er auch sofort gemacht, ERS ausgemacht, sofort reagiert. Nicht so wie Jonas und Heuli erstmal überlegt. Also er hat sofort reagiert. Die haben sich eine kleine Schaffenspause gegönnt. Das ist okay. Ja, alles gut. Das würde ich auch machen. Oder guckt man kurz auf die Zeit. Reicht das noch für den Stop? Alles gut. So, und So, und jetzt schauen wir Luan. uns Luan an. Luan wird jetzt der nächste sein, der auf die Strecke kommt. Hoffentlich jetzt nicht in den Verkehr geraten an einer ungünstigen Stelle. Sieht aber bis jetzt ganz okay aus. Schauen wir auf die Zwischenzeiten. Willst du auf Luan? Soll ich auf Luan? Bleib ruhig auf Luan, weil das ist ja jetzt gerade interessant. Junge, der fährt aber wirklich hart an den Track Limits. Also da passt nichts mehr zwischen. Ja, nahezu in Perfektion. Jetzt hoffen wir nur nicht, dass er da mal einen Millimeter zu weit rauskommt. 16.051 ist ein bisschen langsamer. Aber 16.0 scheint hier im Sektor 1 wirklich schon stark zu sein. Ja, was Besseres haben wir halt auch noch nicht gesehen. Gucken wir mal, was Panna jetzt kann. Also ich bleib auf Panna, bleib du auf Luan. Ja. Vor allem, was da der Verkehr macht, aber das sah gut aus, ist auch gut durchgekommen, ja. Danach gehst du dann auf Schafel und ich auf Droppy. Ja. 44.455. 1,5 Zehntel findet er noch mal. Das wird auf jeden Fall eine mittlere bis tiefe Dreier. Jetzt kriegt er ein bisschen Verkehr vom Red Bull. Ich hoffe, er behindert ihn nicht. Das wird Han Solo sein. Aber sieht Gerade in der alles sauber letzten aus. Kurve. Boah. Aber das wird reichen. Ja. Mann. Aber es hat viel Zeit gekostet. Ja, Ich mit glaube, Sicherheit. das hat viel Zeit gekostet. Droppy So, jetzt im ersten Sektor. 44,7 von 16, Panna 1. Skills. Drop. 44,7 von Panna Skills. Auch sehr gut. Schafe musste noch mal abbrechen. Okay. Geht erst jetzt auf seine Hotlap. Droppy auch nur eine 16.1 im ersten Sektor. Was heißt nur? Aber für seine Verhältnisse zu langsam, muss man wirklich sagen. Kademir noch mal fast 13. Verbesserung. Wird sich da auch an die Dreier jetzt annähern. Was macht Droppy im zweiten Sektor? 44,6, 55.000stel findet er aktuell. Ist damit dran an seinem Kollegen Schafel. Schafe nur 16,1 im ersten Sektor. Ah, Droppy auch. Und er fährt sich ungültig. Er fährt sich ungültig. Er macht die Runde kaputt. 1,3793. Also war nah dran an Luan. Und Timo setzt sich auf Platz Timo setzt sich 2. auf 2 und zwar knapp dran an Luan. Ja. So. Kann da von Schafe jetzt noch was kommen? Schafe geht jetzt in den zweiten Sektor rein. Han Solo ist fertig. Und Schafe verliert fast das Heck Sporty, und landet im Sporty, Gisch. Sporty, Sporty auch nicht. 4-2. Schafe raus aus der Veranstaltung. Panna müsste Wahnsinn. auch durch sein. Panna hat die Runde schon beendet. Das Drop. heißt, wir sind durch. Ja, Droppy hat es in der letzten Kurve weggeworfen. Was ist denn heute mit dem los gewesen, Martin? Können wir das mal analysieren? Also Ah, wirklich. die letzte Kurve ist halt eine volle Risikokurve. Du musst extrem cutten und sehr, sehr weit rausfahren und da entscheiden Millimeter. Ja, und da hat vielleicht auch die Geschichte, dass er jetzt ohne ABS fährt und so ein bisschen beigetragen, dass er da Ja, ein das bisschen zu kann weit sein, raus ist, ja. da schwer zu sagen. Natürlich, natürlich. Und man sieht auch, dass er seitdem er ABS aus hat, ein bisschen langsamer am Qualifying geworden ist. Ich glaube, in Spanien hat man das auch sehr, sehr gut gesehen. Da ist ihm ja der Fehler in der Box passiert. Natürlich wirst du, sobald du ASS ausmachst, Zeiten verlieren. Aber irgendwann kommt der Tag, da belohnt dich das. Ja, und Und du hast es ja selber schon gut analysiert. Luan macht es seit Jahren so. ja. Und das hast du heute auch gesehen. Da war eine Runde wie die andere, ohne irgendeinen kleinen Ausbrecher. Ja. Das ist fantastisch. Schöne Grüße in den Chat an Justin. Jo, bin wieder da. Freut mich. Hi. Schöne Grüße. Ja, und auch schöne Grüße auf jeden Fall an Timo, der Alpha Tauri. Wir hatten eben noch gesagt, ja, vielleicht kann er nicht ganz mithalten da vorne, aber er hat bewiesen, ein Zehntel nur weg von Luan, nicht mal. Und das muss man anerkennen. Ich habe ja noch wirklich gesagt, dass Timo das nicht schafft, da die 14. Lauf zu holen. Und dafür war er dann sehr, sehr nah dran. Er hat abgeliefert. Er ist ein Macher. Ja, Absolut. Droppy nur auf der 4 könnte heute entscheidende WM-Punkte liegen lassen. Aber auch ein Heuli nicht in den Top 10, deswegen. Aber er kommt im Rennen, er kommt im Rennen, da bin ich mir absolut sicher. Pocke, ich sag's dir, Top 5 wird der Heuli wiederholen.
Das glaube ich auch. Und gehen wir doch noch mal kurz das Grid durch. Luan auf der 1, Timo auf der 2, Schaf für die 3, Droppi auf der 4, Hans Solo auf der 5, starker 5. Platz, Panaskilt 6., Kasimir auf der 7, Lord Kai auf der 8, Musli 9 und Sportin enttäuschender 10. Platz. Also ich glaube, der hat sich auch ein bisschen mehr vorgestellt. An sich heute kein guter Tag für Alfa Romeo bis jetzt. Ja, der WM-Zweite ja schon relativ früh ausgeschieden und auch von Sporti Platz 10. Das sind wir besser gewohnt von Alfa Romeo. Ja, auf jeden Fall. Aber du weißt auch nie, wie viel haben die Jungs investiert, wie viel haben die trainiert. Immer auch eine Frage. Streckenabhängig natürlich auch. Wer mag Österreich? Ich zum Beispiel war nie ein Freund von Österreich. Nie. Ich hab das gestern schon erwähnt. Ich habe Österreich wirklich in den Vorgängerspielen geliebt und auf der Strecke, also hier in dem Spiel, ist es einfach nicht meins. Obwohl sie schöner zu fahren ist. Sie ist ja viel einfacher zu fahren als vorher, aber trotzdem irgendwie werde ich hier nicht warm mit. Ja, geht mir genauso. So, der Mike hat mir einen Link geschickt, damit ich seinen Puls sehe, aber das funktioniert leider. Doch, das funktioniert! Ja, super. Dann haben wir wenigstens den Puls. Also, ich sehe da nur den Puls. Soll ich dir den Link auch schicken? Ja, unbedingt. Wir müssen, also Das das ist. ist doch das elementar wichtigste, überhaupt, warum wir kommentieren. Weil du bist ja für die Kontrolle dafür zuständig, haben wir vorhin beschlossen. So, dann schicke ich dir schnell das Ding mal. Ich kontrolliere sämtliche Daten. Er ist auf jeden Fall sehr entspannt gerade. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja, aber das kenne ich bei ihm. Bei ihm ist es auch witzigerweise so, dass gerade im Renngeschehen, so am Start und so, ist der Puls gar nicht so hoch, sondern bei ihm ist es dann wirklich, wenn die Zweikämpfe sind, dann eskaliert das komplett. Ja, und so nieder, das ist, also den Link, den er dir jetzt geschickt hat, das Das ist ist nicht Fake. sein Puls. Das Ja, ist sicher. deiner. Das Das ist ist, deiner. irgend so eine App, die er runtergeladen hat, so die irgendeinen Puls anzeigt. Der hat seine Frau die Uhr umgebunden, hat gesagt, hier, mach mal. Hör mal, seitdem ich das mit Multitwitch mache, hatte der noch niemals einen Puls von unter 100. Das ist gelogen. Ja? So, ja, Ja. kaum reden wir über ihn, geht er auf 112. So ist richtig. So, die ersten Tipps kommen rein. Justin sagt, Droppi macht das Rennen. Ja, klar, da ist natürlich die McLaren-Brille ein bisschen da. Patrick sagt, Luan, Droppi, Han Solo. Ich würde jetzt mal von mir aus, einfach weil Timo jetzt so überraschend auf einmal da war, sage ich, Timo fährt aufs Podium. Mal so ganz abseits. Ich glaube, Luan macht das auf Platz 1. Also wenn da nichts Wildes passiert, gewinnt Luan das Rennen. Ich sag Luan, Timo und wen nehmen wir dann? Ich nehme mal Schafel. Gut, ich sage tatsächlich, ohne das Böse zu meinen, aber ich vermute, ich weiß nicht, ist ein Dwoppi schon so weit ohne ABS? Oder glaubst du, der kann sich auch mal in Kurve 1 so hart verbremsen, dass er Leute rausschiebt? Der wurde letztes Rennen, hat er, glaube ich, auch den Fahrer des Tages geholt, hat wahnsinnig Okay. aufgeholt, super Rennen gefahren. Der kann das schon. Also Ah, okay. das auf jeden Fall. Dann sag ich, Luan geht auf jeden Fall als Sieger hier raus. Und auf die 2 setze ich Schafel. Auf die 3 setze ich Heudi. Bisschen, damit wir mal ein bisschen hier was anderes Das haben. aber Euli ist aber optimistisch. Ja, aber wie gesagt, der ist im Rennen absolut stark. Achte da mal drauf, wo der startet und dann guck mal in 5 Runden. Also der wird mit Okay. jeder Runde schneller. Also das ohne Witz, als Empor und ich damals gegen die gefahren sind, wir haben echt Auge gemacht und dann hat er uns das ja irgendwann mal erzählt, dass er sich das übers Rennen holt. Und er ist ja auch mittlerweile sehr, sehr erfahren, das darf man nicht vergessen. Also nur mal kurz, ich habe es mir noch mal eben auf dem Bildschirm geholt. Droppi letztes Rennen in Spanien von Platz 10 auf Platz 3 gefahren. Also Ja. der kann das schon. Ja? Aber dein Tipp mit Heuli, den finde ich dann durchaus mal interessant. Ja, man muss ja auch mal was anderes machen, ne? Also ich kann ja hier auch mit den ersten 3 mitgehen, aber das wäre ja langweilig. Ja, das ist ja. Aber ich finde, Luan ist halt schon ganz weit vorne, was hier die Pace gerade angeht. 108 ist das korrekt? Hast du das auch stehen bei Mike? Warte. Du meinst in seiner Fake-App? Ja. Ja, ich habe auch 108, ja. Okay. Jetzt 113, ne? Ja, geht hoch, Ja, ja. okay. Okay, dann funktioniert das ja auf jeden Fall.
die Nervosität steigt. Ja, Und jetzt die Kurve, aber die Ampel geht an und das Ding geht nach oben. Jedes Mal, wenn wir über ihn reden, geht das Ding schon nach oben. Also. So, schauen wir mal auf die Reifen und ja, so, da sehen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Gelb und sehr, sehr viel Weiß. Ein Ausreißer, das ist Vico, der startet auf Rot, aber die Top 4 starten auf Weiß. Ja, das durchaus interessant, hatten wir auch schon mal jetzt gestern, glaube ich, erwähnt. Es gibt, glaube ich, keine Strecke, wo so viele verschiedene Taktiken gefahren werden können wie hier in Österreich. Wir haben da ganz wilde Sachen gesehen. Also rot-weiß-rot-rot, weiß-weiß-rot-rot. Also ganz wild gemischt. Hier sieht es ja ein bisschen zurückhaltender aus. Bin gespannt, was Vico mit den roten Reifen da reißen kann. Ja. Was ich dir schon mal sagen kann, Kamera beim Start absolut katastrophal. Ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Ja, geh auf der Onboard und schalt dann irgendwann zurück. Es hat überhaupt keinen Sinn. Boah, der Droppy ist hier schon fast den Schafelhitten drauf gefahren, weil der sich fast gedreht hat in der Warm-Up-Runde. Ja, und Mikech ist zurück. Auf jeden Fall 120er Puls in der Warm-Up-Runde. Ich bin gespannt, wo das Ding in Kurve 1 steht. So, und Racer danach gejoint auf Platz 20. Ah, auch von denen können wir was erwarten. Kann er hier ganz frei fahren, also hat nichts zu verlieren. Und hat auf jeden Fall frische Reifen, ne? Tipp nochmal von Arktisch kam noch rein. Droppy, Panna und Heuli. Heuli, ja, das ist auch ein guter Name. Heuli auch, ja. Und Heuli. So, Howard aber Carpendale. Ich muss mal wieder minimieren für den Puls. Ja. So, die ersten Fahrer gehen in die Startaufstellung. Luan wird das Ding hier gleich von Position 1 starten. Dahinter Timo, der hier überraschend auf Platz 2 gelandet ist. Und dahinter die engen Verfolger Schafel und Droppy. So, wir gehen da mal rein in die Onboard. Timo wird zurück. Oh, das kann teuer werden. Timo wurde disqualifiziert, das heißt kalte Reifen. Und selbstverständlich, wenn ich dich und Rolli jetzt auch. Wenn ich dich schon dabei habe, will ich dich natürlich jetzt nicht mehr stören. Die ersten 30 Sekunden gehören ganz dir. Ja, ich mache die Telemetrie aus, damit man alles sehen kann. Wir sind on board im McLaren vom WM-Leader Tom. Prüft hier nochmal die Lenkung. 4 Lampen, 5 Lampen. Die Lichter sind aus. Tom kommt ganz souverän weg. Alle kommen gut weg. Also die ersten 4 sieht wirklich gut aus. Eng auf jeden Fall. Hier lupft er mal kurz, muss dann hart auf die Bremse, trifft den Curb gut. Keine Positionswechsel aktuell, aber jetzt links. Könnte der Angriff kommen? Ja, er kommt der Angriff. Hier, oh nein! Ich weiß nicht, ob Schafel Tom da gesehen hat. Und jetzt geht er auch an Timo vorbei. Er ist super on point am Start gewesen. Eier bewiesen und gezeigt, ich bin da. So, und damit du wieder ein bisschen Luft kriegst, ich habe in der Zeit das hintere Feld beobachtet. Es gab nahezu keine Kontakte. Es flog einmal eine kleine Endplate. Ich konnte leider noch nicht rausfinden, für wen. Es gab keine Dreher, keine Crashes. Also ein ganz, ganz toller Rennstart für Liga 1-Verhältnisse. So, und vorne ging gut die Action ab, konnte ich da bei dir mitkriegen. Ja, auf jeden Fall. Also Schafel hat rausgezuckt und hat anscheinend nicht gemerkt, dass Tom neben ihm ist. Tom dann sehr spät auf der Bremse und konnte dann noch am Alpha Tauri vorbeiziehen. Also super Start von Tom, von Droppy, muss man anerkennen. Ich versuche mal herauszufinden, ja, die Endplate muss von Gunman gewesen sein. Ich gucke da mal, ob der den Flügel direkt wechselt. Ich vermute mal, ja. Der so Puls übrigens bei gerade bei 147. Bin jetzt aktuell mal auf Sporty, der das Tempo von Kardemir. Ja, kann er mitgehen aktuell, sind alle so im sehr, sehr engen Bereich. Ja, das werden wir auch häufiger sehen auf jeden Fall. Hier wird ein riesen DRS-Train heute sein, außer vielleicht die Top 3. Leider auch ganz fürchterlich an dieser Rennstrecke. Ja. Du hast im Normalfall mit gleichen Reifen keine Chance, die Sekunde rauszufahren. Das stimmt, ja. Wie ist es mit ERS? Kriegt man es gut wieder? Ja, ERS geht. Benzinverbrauch ist auch wirklich human. Also das funktioniert beides gut. Es ist halt nur, du hast keine Chance, irgendwie mal wegzufahren. Und das wird Luan gleich auch schmerzlich merken, wenn er die Sekunde jetzt nicht schafft. Und danach sieht es ja nicht aus. Timo, starke Pace auf jeden Fall. Jetzt auch die schnellste Runde. Vico auf Rot kann das natürlich toppen.
nicht zu unterschätzen auf Platz 10. Und Ich jetzt gehe in wäre der es. Zeit mal die Positionsveränderung. Wir haben relativ wenig Positionsveränderungen. Nichts Überraschendes. Ah, jetzt Droppi geht an Luan schon vorbei. Ja, und Shadow, sag ich schon, Schafel ist da, ich muss ihn ja beim Namen nennen, ne? Den hast du ihn ja eingetrichtert, ist da Luan fast hinten drauf gefahren, also es war super eng und auch der Alpha Tauri von Timo, also da hat nicht mehr viel gefehlt. Ja, das ist halt auch die Kunst hier, ne? Das Hinterherfahren. Guck Haben wir dir mal die gestern. Pump, guck dir mal die Pumpe bei Mike an. Warte, da war ich. 100, über 150. Er ist Da. drin. Er ist zurück. Mike is on fire. So, was wir gestern gesehen haben, gerade Ende des letzten DRS-Sektors, die Rechtskurve, da sind die meisten Unfälle passiert, weil sich da versucht wurde reinzubremsen und man unglaublich schnell den Gegner dreht. Also da Ja. müssen wir ein bisschen Auge drauf haben. Ja, ich bin jetzt aktuell auf Luan drauf. Der eben nicht mit rübergezogen ist, als Droppy die Ideallinie gewechselt hat, um Windschatten zu brechen. Und jetzt bremst Droppi Luan bremst sich sich da rein rein. Ja, und aber der covert das Switch mit weg dem von Switchback. beiden. Ja, allererste Sahne, top gemacht. Luan verliert sogar den Platz gegen seinen Teamkollegen, Ja, weil er. Luan sich da einfach verbremst und Ja. dadurch einfach den Exit nicht erwischt. Ja. Und da bin ich mir nicht absolut sicher, ob ein Schafel zu Luan zum Teamkollegen hält oder zu Droppy, denn die kennen sich schon jahrelang, fahren in einer Liga. Da bin ich mal gespannt, ob er eher für ein Droppy fährt oder ein Luan. Das wäre auch eine sehr interessante Frage. Also wenn die heute ins Interview Ja, kommen. das kann ich dir relativ genau beantworten. Ich hatte ja das Vergnügen schon mit beiden öfters in der Kommentatorenkabine. Ja. Und es ist so, die beiden wollen bis auf den Tod gegeneinander racen. Das ist denen völlig egal, wie viel Zeit sie verlieren. Die Okay. wollen einfach richtig geil und die haben Bock auf Racen und die schenken sich da gar nichts. Also da wird es keine Absprachen geben zwischen den beiden. Ja, schalten wir jetzt mal auf Vico, der da eben die schnellste Runde wieder getoppt hat, von einer 1,71 auf eine 1,67, wenn ich mich nicht täusche, war's. Racer hat sich auch schon nach vorne getankt auf Platz 16. Ein Heuli kommt noch nicht so in Fahrt. Auch ein Nee, Sporty überhaupt nicht. muss sich Beide geschlagen Alfa geben. Romeo. Ja, beide Alfa Romeo noch mit leichten Problemen, ja. Also ist noch nicht das Rennen. Hat aber jetzt Sporty zumindest das DRS auf Lord Kai. Und die Ja. Kurve meine ich, ja, da Ja. kann es öfters mal eng werden. Ja. Ja, Vico, gute Pace auf jeden Fall, konnte jetzt die DRS-Lücke zu Lord Kai und Sporty schließen. 1,4 Sekunden. Hat natürlich den roten und hat da einen Vorteil, aber. Ja, bei Vico bin ich auf die Taktik gespannt. Also Ja. ich weiß in Liga 2, mein Teamkollege Lavolto, der ist rot-gelb-rot gefahren, also auch geplant. Ja. Und das war durchaus schnell. Also das war gar nicht so schlecht. Ja, Box dauert, glaube ich, hier auch nicht so lange, ne? Kann man Aber machen. da war gespannt, ob Vico die 2-Stop macht oder da wirklich dann auf Weiß wechselt. Oh, Kademir ist hier super schwer rausgekommen. Quersteher am Exit und dadurch kann Vico sich schön vorbeitanken. Holt sich Platz 7. Nächster Mann vor ihm, Panaskills. Wird er auch da angreifen können? Also der Rote scheint hier im ersten Drittel besser zu gehen. Ja, vorne gibt es keinen Angriff, da bleibt Oily, alles wie Oily, geplant. Oily, Oily hat ganz viele Positionen verloren. Weiß nicht, ob er da Fehler Ja, gehabt hat. wahrscheinlich Quersteher in der Haarnadel. Oh, die Kamera ist hier wirklich schrecklich. Ja, fürchterlich. Österreich-Katastrophe. 5 Sekunden, Jonas. Boah, wie hat er das denn gemacht? An der Kurve hat Stelle. gekürzt. Also ich glaube, das ist ein Fehler. Also ich habe es nicht gesehen. Ja. Nee, Ich glaube, das war ein Fehler. es gibt doch da überhaupt keine Kurve, wo du Nein, abkürzen ich glaube, kannst. das ist ein Spielfehler gewesen. Ja, das Problem ist halt nur, die gibt ihm keiner zurück, weil er muss ja noch in die Box. Ah, das ist Ja, wieder. ärgerlich. Und das ist das, was ich im Moment diese Saison bei Jonas meine. Der Mann hat so unfassbar viel Pech. Ja, vorne wird es jetzt einen Führungswechsel geben. Bin mir absolut sicher, dass der Williams angreift. Gelbe Flagge, Sektor 3. Was ist da passiert? Ja, ich guck nach, bleib du vorne drauf. Es Oh, ist Butangier, der sich gedreht hat. was hier ein Sahneduell der Top-3-Fahrer. Aber auch ein Timo kann das Tempo mitgeben. Han Solo und Panna auch. Also, Und boah. jetzt drei nebeneinander.
Aber alles geht Was gut, Stand bieten die jetzt. uns hier für Racing? Oh, leichte Berührung der beiden Williams dabei noch. Super eng, jetzt kann Droppy sich hinten wieder anschließen auf Platz 3. Also die gehen hier wirklich hohes Risiko und bieten Aber uns. guck dir den DRS-Train an, der geht Ja, mittlerweile bis Platz 8. und das ist absolut geiles Racing, was die uns hier bieten. Also für den Zuschauer sehr, sehr gut. Und es ist auch schlau, dass man sich so ein bisschen abwechselt in der Führung, um einfach auch mal die ERS-Batterie wieder voll zu tanken. Ja, die Frage ist, ob sie das gerade freiwillig machen. Also die DRS-Sektoren, die sind halt so krass. Guck mal, du hast ja jetzt gar keine andere Möglichkeit, als vorbeizufahren, weil sonst wirst du ja Ja, sonst wirst du blockiert. von hinten gefressen, Ja. ne? Aber das ist halt, Und oh, zu jetzt dritt geht wieder, sie zu zu dritt in die dritt. Haarnadel. Das kann nicht funktionieren. Droppy zieht Aber auch es zurück funktioniert. und steht jetzt genau neben Timo. Timo gegen Droppy. Timo geht vorbei. Aber die bessere Linie hat jetzt Tom hier leichte Berührung. Ah, Tom lässt sich da nicht die Butter vom Brot nehmen. Hält gut dagegen und das geht auch gut. Und das in Runde 8. Droppi da mit der Innenbahn dann Gott sei Dank nochmal gecovert für seine Verhältnisse. Ja, Aber da. gut, toll, dass sie nicht volles Risiko gehen. Ziehen da schön zurück. Jetzt Ja. Luan mit dem Oh. kleinen Fahrfehler. Spannung pur hier vorne. Also ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich hinschalten soll, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, ich sehe es immer scheppern. Also in jeder anderen Liga hätte es jetzt schon dreimal gescheppert. Ja, aber irgendwie passiert da bei den Jungs nichts. Na, die sind schon gut, aber das halt auf 36 Runden ist auch schwer abzuliefern, ne? Also ohne Fehler und ohne, ne, da kann auch mal was passieren, das darf man nicht unterschätzen. Absolut. Aber Droppy enorm Probleme. Hier auch wieder Kurve 1, Ausgang, Quersteher gehabt. Und auch Da ist an. natürlich die Frage, liegt es nur an der Traktion oder ist es eventuell auch das Setup, dass das Setup vielleicht ein bisschen mehr auf Topspeed aufgebaut ist? Ja, Ist möglich jetzt ist aber das. ganz nah an Luan. Da wird jetzt das Überholmanöver an Luan kommen. Ja, scheint da aber eher so, entweder will er nicht oder Luan hat mehr Zieht die noch mal Topspeed. kurz raus, ja. Ja, ich glaube. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass er will, aber ich glaube, ja, ich denke, die fahren alle ein ziemlich identisches Setup, die Top 3. Denke ich mal. Also, Ist das halt ist. wahnsinnig, wie Oh, nah. Oh! Luan! Glück, dass er da Fängt jetzt. das Auto aber fantastisch. Also, das muss man auch sagen, Ja. wie er das nochmal abgefangen hat. Ich habe den auch schon im Kies gesehen, wenn ich ehrlich bin. Hat er gut gefangen, ja. Und dadurch kann Droppy erstmal sich wieder auf 2 setzen. Ich habe die Und. Wiederholung in seinem Stream gesehen. Also, da wurde selbst er kurz blass. Der war gut. Was die Zuschauer vielleicht nicht wissen, der ist Brasilianer. Also der ist vom Hauttyp schon ein bisschen dunkler. Und von daher, da wurde er schon blass. Das ist ein guter Spruch auf jeden Fall. So, Droppy gegen Schafel. Und auch ein Luan wieder dicht dran. Aber auch ein Timo und ein Han Solo und ein Panna, die können da Ja, mitgehen. alle hintereinander. Und jetzt könnte Droppi wieder. Ja, Guck der mal, wird macht das. gefressen. Da wird das DRS gar nicht offen gemacht. Siehst du das? Ja. Das DRS war gar nicht offen. Ich glaube, wer hätte es gehabt? Droppi? Ja, oder ne, Droppy oder Schafel, einer von beiden, aber ich Ja, weiß es nicht. Schafür hat es offen, aber einer von beiden vorne hat es zugelassen. Ah, Das okay. heißt, da wird schon ein bisschen taktiert. Ja, jetzt wieder Führungswechsel. Also Droppy hier, William Sandwich. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind in Runde 10, wir haben noch 26 Runden und die Jungs fahren hier auf harten Reifen, super Level. Ich schalte derzeit mal so ein Stückchen nach hinten, bleib du ruhig vorne drauf, weil da ist die Spannung. Droppy. Hinten ist es gar nicht so interessant. Wir haben jetzt den ersten Boxenstopp vom Beast. Beast geht in die Box. Ich guck mal, auf was er geht. Ja, auch der Undercut hier wirklich in dem Spiel krass. Also, Ja. ich habe mir gestern die PSGL angeguckt. Ja, Droppy zieht wieder vorbei mit DRS. Also, es gibt hier permanenten Wechsel immer. Luan guckt sich das jetzt gerade erstmal ein bisschen von hinten weiter an, von Position 3 nach dem Fehler. Muss natürlich den Puls jetzt auch wieder ein bisschen runterkriegen, Konzentration. Aber. Apropos Puls, warte. Oh, Droppy, ein Super-Exit. Jetzt wirklich Rad an Rad. Die Kurve hat es in sich. Wer zieht hier?
den kürzeren. Oh, jetzt fahren sie Rad an Rad. Jetzt packen sie großes Kino aus. Gehen hier zu zweit durch die nächste Kurve. Poppy geht vorbei. Absolut spitze. Der McLaren-Pilot immer noch on fire. Nicht umsonst WM-Leader. Die gleiche Duellthematik haben wir gerade im Mittelfeld um Sporti und Heuli und Müsli. Auch alle im Mittelsektor, three wide stellenweise gefahren. Ganz spannende Duelle hier. Wir waren hier gerade sehr weit rausgekommen. Ich vermute, ein Track Limit bekommen. So, Puls übrigens konstant bei 150. Ja, das ist doch okay. Darfst aber auch nicht vergessen, Racers 1,3 Sekunden weg. Lass die mal ein bisschen näher rankommen. Hier wieder der Wechsel. Ah, also die spielen schon, ne? Also die spielen schon sehr, sehr doll. Und da müssen sie aufpassen, denn ein Luan, der ist wirklich on fire. Ja. Der nutzt jede Schwäche aus. Also. Auch hier wieder. Gehen wieder Ja, zu jetzt wieder zweit. zu Die zweit, machen, das ja, die ist. machen sich breit, damit ein Luan vielleicht nicht vorbeikommen kann. Das könnte eine Taktik sein, aber Ich wie glaube das gesagt. nicht. Ich glaube mir, die racen das wirklich so, weil sie das genauso wollen. Ja, aber das wird nicht 36 Runden gut gehen, Martin. Tut mir leid, aber Ich habe das. das in Spa kommentiert und in Spa haben sie das auch über die komplette Renndistanz genauso gemacht. Ja, die sind in einer Party, das darf man nicht unterschätzen, aber trotzdem, 36 Runden in Österreich, Ja, das. irgendwann verbremst sich mal einer, kommt zu Ja. weit raus und dann dreht's halt beide, ja. Wenn da eine Platte fliegt, glaub mir, das ist tödlich in Österreich. Aber lassen wir uns überraschen. Also bis jetzt machen sie es wirklich grandios. Auch Führungswechsel jetzt wieder. Die machen es echt, echt gut. Aber der Undercut ist nicht zu unterschätzen. Ich wollte es hier gerade nochmal sagen. Also ich habe gestern die PSGL gesehen und der Jano Obmeer hat einen Overcut gemacht und der hat nicht funktioniert. Also der ist zwar am Ende gut rangekommen, aber es hat nicht gereicht. Also der Undercut ist hier deutlich besser in dem Spiel und guck dir die drei an. Also absolut krass. Und Vico schon auf Platz 5. Vico kann da auch immer noch sehr gut mithalten. Jetzt gehen sie wieder zu dritt in die Kurve. Luan von außen. Oh mein Oh, Gott. Luan zieht an beiden vorbei. Super Manöver von Luan. Ja. Und da hatte auch ein Tom gerade Glück, denn er hat die Kurve sehr, sehr eng zugemacht. Oh mein Gott, Oh. wo sind wir hier nur gelandet? Also Mein Gott, Wahnsinns. wie eng die hintereinander herfahren. Unglaublich. Gehen wir mal rein ins Cockpit und gucken uns das mal am Williams von Schafel an. Einfach mal, damit die Zuschauer sehen, wie krass die hier am Limit fahren. Also auch wie oft das Heck hier im Ausgang quer steht und sie korrigieren über Kleinigkeiten. Also wirklich grandioses Level. Und wir sehen hier weiße Reifen, 1,9er Zeiten, glaube ich, waren es gerade. Ja, die verlieren jetzt langsam Zeit. Ja, Sport in der Box wird jetzt den Undercut gegen die Kampftruppe da machen. Sektor Geht 3 auf die gelb. weißen Reifen, könnte auch gut Safety klappen. Car, Ja. Safety Car, Safety Car. Ja, So. Safety Car. Ach, wir haben da einen. Wir haben Buttergier. Buttergier. Buttergier keine Nase mehr. Ja, da kann ich dir jetzt schon mal sagen, wenn die Weißbereiften in die Box gehen, können die ja auf Gelb gehen. Ich weiß nicht, können die durchfahren? Ja, das sollte funktionieren. Gut, Das klappt. ein Schafel sollte jetzt gut vom Gas gehen, so ungefähr 3 Sekunden aufbauen, sonst hat er an der Box ein großes Problem, weil dann wird er von Timo und Vico gefressen. Ja, Für macht er Vico auch jetzt kommt, schon. Siehst du schon? für Vico ist das Safety Car natürlich absolut Erste gut. Sahne. Ja, Absolut. Vicos Taktik geht gerade voll auf. Ja. Für wen es natürlich richtig bescheiden ist, ist Sporty. Weil der War gerade in der Box und wollte einen Undercut, kurz ja. vor dem Safety Car den Undercut machen wollte, ja. Ja, The Beats, der war schon in der Box, ne? Früh, recht früh hast du ja gesagt. Ja, da war ein Flügelwechsel, genauso wie jetzt bei Buttergier, der natürlich jetzt Glück gehabt hat. So, die Spitze kommt rein. Es So, gehen alle Mickech rein. kann sich jetzt auch ein bisschen beruhigen, aber trotzdem immer noch 145. So, ich bleibe jetzt nochmal im Williams von Schafel. Ich bin mal gespannt, ob der trotzdem noch Zeit verliert. Der Ja, ein Williams bisschen von Zeit Luan. wird er definitiv verlieren. Nee, verliert Ja, keine doch Zeit. so. Doch, so ein, zwei Sekunden hat das gekostet. Weißt du nämlich, was das Krasse bei dem Spiel ist? Wenn du sowas machst, ist der Boxenstopp 1,9 Sekunden. Wusstest du Ah, das? okay. Nö. Also, das habe ich letztens gesehen und da hat einer geschrieben, World, oh, Sport hier auf Platz 3. Oh. Ja, von wegen, Der hatte dass das, das. entweder kein Delta oder so. Oh, und jetzt ist er fast Tom hinten raufgefahren, also Glück gehabt. Wie hat er das denn gemacht? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, er hatte kein Delta vielleicht, weil die Strecke ja auch so kurz ist.
Ich weiß es nicht, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Also wie es dem auch sei, Sporty der Gewinner des Safety Cars, Ja. auch wenn er da mit Sicherheit überhaupt nicht mitgerechnet hat. Ich gehe auch davon aus, der hat geflucht wie ein Rohrspatz, als das rauskam. Und jetzt schiebt er sich in diese Todeskampfgruppe. Ich weiß jetzt auch Ja. nicht, ob er da unbedingt hin will. Das hätte, also ich hätte freiwillig gebremst. Ich hätte freiwillig gebremst. Also das, was die uns hier in den ersten 12 Runden, 13 Runden gezeigt haben, war grandios. Und der wird da auch mit seinem weißen Reifen nicht lange mithalten können. Also muss Ja man gut, wirklich so das sagen. weiß ja der arme Sporty nicht, ja, was die da vorne gemacht haben. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, also er hat zwei Möglichkeiten. Entweder versucht er dagegen zu halten oder er. Ja, ich glaube, mit dem Weißen kämpfst du mit stumpfen Waffen, also. So, nur kurz, also für Mike ist jedes Safety Car wirklich eine Wohltat für den Körper. Ja, da kann der Körper mal ein bisschen akklimatisieren. Schöner Puls, unter 130. Das, Also. Jonas verliert gerade ordentlich Position. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie das unter Beast Safety geht Car auch geht. noch mal in die Box. Ja, das ist der Undercut auf den Undercut. Ah. Na, der will wahrscheinlich noch mal. Oh, der holt sich noch mal weiß. Der holt sich noch mal weiß. Naja, sind noch 20 Runden, ne? Aber 20 Runden geht doch auch gelb, oder nicht? Ja, also die Taktik verstehe ich jetzt sowieso nicht, warum, weil so alt waren die ja jetzt auch nicht. Naja. Schauen wir mal. Er ist aber gleich dran am Feld. Wie gesagt, wer hatte die 5 Sekunden? Jonas, ne? Der hat sich auf jeden Fall Ja. abgesessen, ja. Racer hat wahrscheinlich eine 3-Sekunden-Strafe. Ich habe jetzt mal die Reifen Ja. eingeblendet für die Zuschauer. Ja, aber das war wirklich die. Wir haben jetzt gleich die Halbzeit rum, Martin. Das war wirklich Racing vom Feinsten, ne? Ja, gut, mehr können wir uns doch gar nicht wünschen. Nein. Also sowas wollen wir sehen. Faires Racing, wirklich brutales Racing, wo alle anderen sich kaputt fahren würden, bringen die in Perfektion zu Ende. Und schön, dass es auch drei Leute sind, die da mitmachen. Und vielleicht ist dann irgendwann der lachende vierte Timo. Ja, der ist wirklich gut mitgefahren, also war immer nah dran, ist da sogar sehr gut mit umgegangen, als Luan fast weggeflogen ist und wieder sich sortiert hat. Der hat da gut aufgepasst, der Timo, muss man auch mal sagen. Also, er hat da, glaube Ich ich, so ein bisschen bin gelupft. jetzt sehr gespannt, wie Sporty sich da verhält Ja, bin und ich auch drauf. wie aggressiv Schafö da ran will. Super Luan geht Restart ab. von Luan, Ja. richtig guter Restart. Timo kommt da gar nicht hinterher, der hat da richtig abreißen lassen. Aber auch ein Sporty, guck's dir an. Jetzt schon 8 Zehntel, also der muss da jetzt wahrscheinlich ordentlich ERS rauspumpen und ein Schafel wird sich das auch nicht lange angucken. Der wird, ja, guck. Ja, mal gucken, ob Schafe jetzt schon vorbeikommt. Eigentlich muss er da vorbei, weil sonst verliert er den Kontakt zur Spitze. Wer Und macht da das jetzt in sage der ich dir. Kurve? Da, guck, kann Ja. später bremsen durch den gelben Reifen. Ja, Gerade sein musst du auch, Rad. weil wenn der aus dem Sekundenfenster raus ist, da Dann ist er hat er ein jetzt, läuft Problem. schon. Ja. Genau. Dann wird das eine ganz enge Geschichte, da wieder reinzukommen. Ja. Droppy immer noch sehr, sehr nah dran. Wird natürlich einmal kurz vom Gas gehen, sollte Schafelmann nicht im DRS drin sein. Der wird ihm da schon helfen, glaub mir. Das kann sein. Boah, die fahren hier so hart an den Track Limits. Da hier fliegt der Staub, das glaubst du nicht, Martin? Ich bin gespannt. Schafe im Moment noch an Zeit verlieren. Ich bin da wirklich. Schafe muss jetzt Druck geben. Da muss jetzt Druck geben. Ja. Aber wie gesagt, auch dann, wenn Luan und Droppi wieder anfangen zu kämpfen, kannst du dich vielleicht wieder rankämpfen. Ja, wenn die Überholmanöver kommen, gleich wenn das DRS, da werden die schon wieder ein bisschen Zeit verlieren. Jetzt 1,2 Sekunden, 1,1. Jetzt drückt er so ein bisschen auf die ERS-Taste. Das macht er auf der nächsten Geraden auch nochmal. Und Timo geht jetzt auch vorbei an Sporty. Und dann wird noch ein Vico vielleicht kommen. Also der weiße Reifen ist halt schwierig, ne? Das muss man wirklich Ja, sagen. absolut. Trotzdem hat er einen super Ladenluti, Sprung grüß gemacht. dich. Super Sprung. Ja. Ja, natürlich, für ihn war das jetzt absolut perfekt gelaufen. Der wollte da den Undercut, um irgendwo Richtung Platz 9 zu kommen und ist jetzt auf einmal auf Platz 5. Also alles super. So, wie sieht's vorne aus? Schafe kann sich wieder rankämpfen. Ja, geh du mal Ja, nach und wie du vorne. Ich gerade bin so. mal Ja. hinten bei Panna. Wie du gerade sagtest, die Track Limits, der Staub raucht da wirklich. So, Racer sehr, sehr nah dran hier am Panna.
Das ist weiß gegen gelb. Panna enorm viele Positionen verloren, wenn man sich Thomas, das mal DRS qualifiziert. ist ab jetzt wieder aktiviert. Bin mal gespannt, ob von Droppi der erste Angriff kommt. Ich werde davon berichten. Ist ja nicht der erste heute. Ja, aber ich wollte mal jetzt ein bisschen im Mittelfeld schauen. Können wir hier Alles nicht richtig. nur von vorne berichten. Und Droppi geht vor Kurve 3 wieder vorbei an Luan. Und Schafel ist dran. Nur Timo kann diesmal nicht so mitgehen. Genau, wir haben jetzt das Dreiergespann. Timo brauchte ein bisschen länger, um an Sporti vorbeizukommen. Also jetzt sind wir wirklich die Top 3. Das heißt, wir haben da ein bisschen den DRS-Train gesplittet. Ja, hier schönes Duell. Auch bei Vico und Sport, die gibt es gerade immer einen Positionswechsel. Fahren da wohl auch Rad an Rad. Ja, das Duell ist auch noch nicht vorbei. Wobei Sporti jetzt wahrscheinlich zurückzieht. Vico da auch klar mit den besseren Reifen. Aber auch ein Heuli, der kommt nicht in Fahrt heute. Überhaupt nicht. Ne. Aber das haben wir ja schon im Qualifying gesehen mit seinen fast Drehern. Oder er hat sich ja sogar gedreht. Mehrfach das Heck verloren. Es ist einfach nicht seine Strecke. So, schalten wir mal in den Red Bull von Han Solo, der jetzt auf Platz 7 ist, aber die gleichen Reifen wie Sporty hat. Da ist das schon eher so ein Battle auf Augenhöhe. Aber auch Zeitstrafen wirklich sehr, sehr wenig aktuell noch. Wundert mich auch, habe ich auch mit mehr gerechnet, gerade weil die so am Limit fahren. Ja. Vorne hat sich jetzt mal die Phase so ein bisschen beruhigt. Ja, Droppi kann da sogar ein bisschen Abstand gerade gewinnen. Ja, 18. Ich sehe es. Ja, und das am Ende von DRS. Mal gucken, ob er da jetzt vielleicht noch 2,5 Zehntel findet im Mittelsektor. Ja, Sporty muss jetzt nur hoffen, dass er im DRS von Vico drin bleibt. Vico aber auch sehr nah dran an Timo. Das können wir uns auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Timo natürlich, ja, hat jetzt den Nachteil, dass er 3 Sekunden weg ist von Schafel und damit kein DRS. Musli, wer hätte nichts sagen sollen? Pass auf, jetzt fliegen sie alle nacheinander rein. Bang, bang, bang. So, Ja. Droppi mit der schnellsten Runde. Ja, der hat alles versucht, um aus dem DRS rauszukommen, hat aber nicht geschafft. Luan konnte dranbleiben, auch wenn es kurzfristig mal eng wurde. Hat er viel dafür investiert, rauszukommen? Also EAS-mäßig, weißt du das? Ja, aber Luan hat genauso viel investiert, um dran zu bleiben. Also da hat Okay. sich nicht viel getan. Okay. Brauchen ja hier nicht Alle die Prozente drei. sagen. Nee, Prozente brauchen wir nicht, aber alle drei da auf dem gleichen Level. Okay, das ist schon mal gut. So, wo ist es denn eng? Panna, sehr, sehr eng hier neben dem Alpha Tauri von Mike. Mike muss die Pumpe gehen. Ist hier richtig im Warte, Sandwich. ich prüfe sofort. Also das muss ein 160er Puls sein, wenn ich mir den Fahrstil angucke. Na, 150. Ah, wieder entspannt 150, aber der steht hier permanent unter Druck gerade. Vorne, hinten, Seite. Die Bass-Shaker müssen da ordentlich Vibration erzeugen. Also wenn du jetzt Mike öfter auf dem Curb rüberfahren siehst, na, dann weißt du warum. So, schalten wir jetzt nochmal hinten auf Gunman, den hatten wir heute auch noch nicht. Im Red Bull, auch schon ein Urgestein der Liga. Zieht ja auch die Fäden im Hintergrund, einer unserer Admins. So, und vorne haben sie sich jetzt wirklich beruhigt. Ja, jetzt gibt es mal wieder den Führungswechsel von Luan. Ja, gehen wir gleich wieder hin. Aber da passiert gerade, es ist jetzt nicht so actionreich wie vor dem, also wie im ersten Stint. Also schonen Sie sich noch ein bisschen, okay. Ja. So, Gunman jetzt hier. Oh, Sepiez geht hier einen weiten Weg, geht dann wieder auf die Strecke. Puh. Ja. Aber kann froh sein, dass Gunman da mitspielt. Also. Gelb in Oh, wir Sektor haben gelb, 2. wir haben gelb. Das ist, glaube ich, Buttergier. Ich glaube, es war wieder Vitali, aber da scheint alles in Ordnung zu sein, zumindest. Aber der Kameraführung sieht man leider gar nichts. Bei der Kameraführung sieht das sogar aus, als hätte er kein Heckflügel mehr. So, schalten wir mal wieder nach vorne. Aber du hast schon recht, die fahren jetzt so ein bisschen mit Sicherheitsabstand. Die werden jetzt schon so ein bisschen spekulieren, wann, wie, wo, was. Also, oder vielleicht schonen die auch die Reifen und sie haben vielleicht noch ein bisschen Angst, dass sie sagen, ja. Aber keine Ahnung. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass alle drei da so schon fahren, ich glaube jetzt wirklich, dass sie einfach ein bisschen alle ERS sparen. Ja, das sieht man sogar.
Aber wenigstens machen sie das alle gleichzeitig. Pocke, du hast ja ein Dashboard, oder? Ja. Kannst du mal Timo und Vico vergleichen im ERS, ob Timo sich wirklich gut verteidigt mit ERS oder ist er einfach heute so stark? Weil Vico tut sich gerade noch schwer. Entweder spart er Ja, oder. also Timo haut da wirklich schon mehr raus als Okay, Vico auf jeden okay. Fall. Braucht da mehr, um sich zu verteidigen. Muss man natürlich auch sagen, reifenmäßig beide auf den gleichen Reifen. Luan hat Ich anscheinend glaube, Feder. wenn Vico möchte, würde er dran vorbeikommen. Okay. Danke dir dafür. Auf jeden Fall, Luan, ich weiß nicht, oder entweder hat er gelupft, damit er DRS kriegt oder so. Oh, auch hier kommt er wieder weit raus. Was macht er denn? Ist gerade nicht. Ja, nicht ganz da, würde ich sagen. Also verpasst hier Kurve 1. Jetzt setzt er wieder so ein bisschen an, aber Tom hat alles im Griff. Ja, hier sehen wir, ohne ABS fährt Luan. Da bleibt der vordere Reifen so ein bisschen stehen. Boah. Ja, aber das kennt man, dass man als Fahrer im Rennen auch mal so eine Phase hat, so ein, zwei Ja. Runden, wo man nicht ganz so konzentriert fährt. Ja, Und da auf jeden braucht man Fall. erst wieder ein bisschen, um reinzukommen. Was du nur siehst, Timo kommt wieder ran. Also die Jungs Ja, eine Sekunde schon. sparen halt wirklich ihr ERS gerade bis auf Anschlag. Und Timo kommt immer näher dran. Für Timo ist das gut, weil dann kann er sich schützen für Vico, weil Vico wird es so handhaben, dass er spät ansetzen will. Das waren mal 3 Sekunden und jetzt sind es nur noch 1,7. Ja. Und es wird mit jeder Runde weniger. Ja, ist ja auch klar, wenn du da wirklich Flügel an Flügel fährst, willst 3 Sekunden für Vitali, Flügel an Flügel fährst, willst sparen und das kostet natürlich Zeit und du musst auch strategische tauschen, damit du ERS sparst und verstehe ich alles. Also es ist schon grandios, was die uns hier bieten. Absolut. Ja, und für Timo wird das jetzt ein Glücksfall, wenn das so weitergeht. Ja, Luan will Jedes wieder vorbei. Überholmanöver da vorne, ja, aber das kostet jedes Mal 2, 3 Zehntel. Ja. So ein Timo auf 1,2 dran, der ist Der gleich ist wieder im gleich wieder DRS. drin. Und Vico, wenn der das nicht sieht, der wird abkotzen. Aber ich glaube, er sieht das und wird jetzt gleich mal drücken. Wird alles geben, was er hat an ERS. Wir schalten mal ganz kurz hin. Nee, geht nicht vorbei. Und ich sag's dir, zur nächsten DRS ist Timo dran. Zur nächsten Zone. Das glaube ich auch. Eine Timo wird Sekunde. jetzt auch ein bisschen ballern. Ja. Und dann haben wir wieder den Monster-DRS-Train. Ja, die Jungs da vorne verschnaufen ein bisschen. Ja, die ruhen sich aus. Für Ja, das große Finale. die haben halt im ersten Stint gemerkt, kommen Leute, das hat so keinen Sinn, weil sie sind ja auch von den anderen nicht weggekommen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Es hat ja nichts gebracht. Ja, so So, und ist es. Timo ist jetzt wieder drin. Das heißt, wir haben den DRS-Train von Platz 1 bis Platz 10 wieder. Also Timo rettet sich dadurch, dass die ersten da vorne so ein bisschen das Tempo rausnehmen. Na, was Ja, heißt so eine Tempo kleine, rausnehmen? Aber man hat. Butterfahrt, ja. Genau, also man hat es eben gesehen. Hier wieder der Wechsel. Jetzt geht Luan wieder vorbei. 2,2 Sekunden langsamer diese Runde als die Bestzeit auf Gelb von Shadow als Beispiel. Also die nehmen da schon. Das kostet viel Zeit. Aber ich bin gespannt, wie das nachher in der letzten Runde abgeht. Auch Ja, hier aber im wieder Rad Moment an will auch Rad. keiner. Also, wie gesagt, alle ERS sind da geberstet voll, also bis zum Anschlag. Das ist jetzt wirklich so, ich hab ihn, nimm du ihn, ich will nicht, ich hab ihn. Ja, also irgendwie sowas ist das. Weißt du, was richtig lustig wäre? Oh nee, ich spreche das lieber nicht aus. Wenn das passiert, dann bin ich der Buhmann. Wenn Timo das Rennen gewinnt jetzt. Ja, stell dir doch mal einfach vor, die sparen jetzt alle und dann kommt in Runde 32, 31 oder wann auch immer ein Safety Car. Dann bist du am Arsch. So, Mike verliert auch eine Position gegen Balko. Ja, da gucken wir doch sofort, was der Puls macht. Was macht so ein Positionsverlust mit dem Puls? Ah, warte, er aktualisiert. Oh, schöner 152. Switchback hier von Droppy, sorry. 100. 152. 152 und So, jetzt und ist Vico. Vico kämpft sich an Timo vorbei. Oh, wird da ganz eng. Aber Alter, war Vico der schafft mega das, hat schnell. jetzt die bessere Linie. Alter, der war aber Jetzt. mega spät auf der Bremse, oder? Aber auch von Vico jetzt mal allein diese Game-Taktik von Vico, der hat sich jetzt von Timo ranziehen lassen und überholt jetzt, wo er dran ist. Ja,
Clever. Absolut. Tolles Rennverständnis hier von Vico, der ja auch nicht umsonst Fünftplatzierter in Liga 1 ist mit 87 Punkten aktuell. Könnte heute auch an Sporti vorbeiziehen. Der sitzt nur 4 Punkte vor ihm. Und das sieht im Moment ja ganz gut aus. Auf jeden Fall. Und aktuell kann jeder das Tempo der Spitze mitgehen. Wir haben es ja eben schon analysiert. Durch dieses Positionswechsel die ganze Zeit. Das kostet ja, aber wir haben Zeit. Jetzt eine Lücke auf jeden Fall von Han Solo zu Timo. Also da gibt es eine kleine Lücke. Ja. Bin mal gespannt, ob Heuli das jetzt ausnutzen kann. Ich bin auch mal gespannt, wie Vico damit umgeht. Und Timo zum Beispiel weiß ja schon, wie die da vorne fahren. Ob ein Vico da wirklich das Tempo auch mitgehen kann oder sich auch mal vielleicht verspekuliert, zu falsch bremst oder so. Timo hat das die ganze Zeit sehr, sehr gut gemacht. Ah, Vico ist aber auch ein so erfahrener und rücksichtsvoller Fahrer. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich meine, er ist nicht umsonst Fünfter in Liga 1. Das wirst du ja nicht, weil du da irgendwie unvorsichtig wirst. Ich glaube schon, das kriegt er gut hin. Ja, aber wahrscheinlich sage ich das jetzt und er dreht sich gleich. Aber ich weiß halt, dass Vico sein Setup gewechselt hat. Der ist ja von Trustmaster auf Fanatec gegangen. Mhm. Und ich habe halt mit ihm auch geschrieben und er fand die Belegung der Tasten zum Beispiel ein bisschen besser. Und wir haben Geld, wir haben Solo DNF und wir haben das Safety Car. Das ist fast so, wie ich es gesagt habe, ne? Hab ja, ich wollte zwei Runden zu früh. Schade für Han Solo, der gut abgeliefert hat. Nee, aber zu Vico nochmal zurückzukommen. Der fand die Tastenbelegung und natürlich ist der Bremsweg und der Gasweg bei einer Fanatec ein bisschen anders als bei einer Trustmaster. Darauf wollte ich eigentlich anspielen. Minimal, ja. Ne, dass Vico ein sehr, sehr erfahrener und guter Fahrer ist. Mann, ich meine, der ist aus Liga 3 hoch in 2, gleich wie der Weltmeister in Liga 1. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ist natürlich richtig, aber wie gesagt, wann hat er das Fanatec jetzt? Ich glaube so 2-3 Monate ungefähr. Ja, dann hat er damit ja schon die Saison gefahren und der Erfolg gibt ihm ja dann recht. Ja. Also ich glaube, da wird er jetzt schon vollumfänglich dran gewöhnt sein. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da, da noch Differenzen sind. Jetzt ist die Frage, kommt wer in die Box? Weil Luan gibt Gas und Luan geht in die Box. Und Troppi geht in die Box. Und Schafe. Alle gehen in die Box. Alle gehen in die Box. Das hätte ich nicht gedacht. Sehr interessant. Und dadurch ist... Die gehen alle in die Box. Wenn wir alle in die Box gehen, dann verlierst du und gewinnst du nichts. Also das ist in Ordnung. Ja, aber jetzt muss doch irgendwer die Eier haben und draußen bleiben. Weißt du, wer... Gunman bleibt draußen. Gunman führt das Rennen gleich an. Weißt du, oder? Für wen das schlecht ist? Für Schafel, habe ich gedacht. Aber der kommt trotzdem wieder vor Vico raus. Alter, Gunman auf 3. Jawohl. Blenden wir ein. Ja, das hat er auch verdient. Ja, Wahnsinn. Ja, er wird natürlich... Wird sich da nicht lange halten können, aber vielleicht kann er dadurch ja ein paar Punkte retten. Kurz mal die Reifen einblenden. Ja, ich persönlich verstehe jetzt nicht, warum alle ab Platz 15 nicht draußen geblieben sind. Ja, ich auch nicht. Also mal ganz ehrlich, du kannst doch eh nichts mehr verlieren. Butterjee übrigens auch draußen geblieben. Ja, aber ja, du wirst ja im DRS-Train wirst du eh nichts mehr reißen. Dann bleib doch auf der Strecke und guck, was passiert. Ja, vor allem, wir haben Runde 30. Eine Runde geht ein bisschen über eine Minute. Ja. Du kannst doch 4-5 Minuten auf einem alten Reifen überleben. Ja, vor allem, du musst doch auch überlegen, du hast zwar einen alten Reifen, aber du bist in einem DRS-Train, da interessiert das eh keine Sau. Ja. Sobald du im DRS-Train bist, kannst du auch mit uralten Reifen noch mithalten. Also du musst immer nur in der Sekunde bleiben. Also ein Heuli, ein Sporti, die hätten das locker riskieren können. Ja, locker. Also da bin ich auch der Fett. Zumindest einer von beiden hätte unbedingt auf der Strecke bleiben müssen. Einer, ja, genau wie bei Balko und Beck. Panna, ja. Platz 15, Jonas hätte das auch locker riskieren können. Ja. Ich meine, was hast du zu verlieren? 1, 2, 3 Punkte, ne? Ja, bin ich voll bei dir. Ja, bin ich voll bei dir. Also gerade im hinteren Bereich wäre ich jetzt draußen geblieben. Also Gunman, Respekt, alles richtig gemacht. Ja. Lass den mal noch 5, 6, 7 Positionen verlieren jetzt. Ja, geht aber dann ist er immer noch 10, weit 11. vorne. Ja. Ja. Schauen wir nachher mal am Ende, wo das Ganze enden wird. Auf jeden Fall haben wir gleich nur noch 4 Runden und
Ich glaube, das war nicht schlecht von Gunman. Und vor allem, er hat ja den Luxus, er muss überholt werden. Er muss ja nicht überholen. Ja. Ne? Und wenn das DRS offen ist und der ist im DRS-Train, ist das Überholen auch mit neuen Reifen nicht so einfach. Ja, und das werden ja auch nur ein, zwei Runden sein. Ne? Also drei Genau. Runden wird das ja noch zubleiben und dann ein, zwei Runden. Also da bin ich mal Denke, gespannt. das Safety Car wird jetzt reinkommen. Ja, sind ja alle aufeinander jetzt wieder. Bin ich mal gespannt. Wir gucken uns das Ganze mal aus. Wo wollen wir rauf? Wollen wir auf Gani bleiben? Erstmal. Ja, würd ich jetzt sagen, ja. Ich Ja. bin, also Schafe wird da mit Sicherheit versuchen, sofort draufzukommen. Die FIA gibt gerade die Meldung, Safety Car soll in diese Runde reinkommen. Der war übrigens sehr überrascht, der Gunny. Ich war eben noch in der RLO-Party vorm Kommentieren. Ist das S-Blake? Als wenn ich gar nicht mehr da bin, so, weißt So, jetzt schau mal, Scharfe setzt sich da schon sehr nah an Gunman jetzt ran. Ich glaube, der wird versuchen, vor Kurve 1 vorbeizukommen. ja, Ah, das. diesmal Droppi beim Restart aufgepasst. Ist direkt im Heck von Luan, 13. Oh, Ah, und Schafe! Scharfe holt sich doch mal den Windschatten. Ja, aber hat sich Aber da fast den Flügel kaputt gefahren und Gunman, kommt da noch nicht vor. Ah, boah. doch. Boah, schiebt sich da rein. Ei. Das war eine Nummer. Ah, vielleicht zu Ja. hart. Sagen wir mal, das war ganz, ganz hart vorbeigeschoben. Ja. Bin ich auch bei dir. Vielleicht ein Ticken zu hart. Also das gleich am Restart so das zu machen, weiß ich nicht. So, und Okay, jetzt gehen Gunman wir. hat jetzt erstmal alle durch. So, aber jetzt kommt Cardi mit erst 2 Sekunden erstmal weg. Jetzt hat Gunman erstmal Ruhe. Ja, also es war, glaube ich, also das kannst, natürlich kannst du sowas machen, aber nicht gleich am Anfang. Also kannst lieber noch eine Kurve Ja, abwarten und dann. vor allem für mich gefühlt war der Angriff dann auch ein bisschen zu spät. Ja, Also sehe ich auch so. Und eigentlich war er doch noch ein Ticken zu weit wenn du dir hinter. mal die Und wir Seite haben da wieder jetzt an, gelb. ja, und das ist Und da fliegen Teile. Kademir. Ja, und da flogen auch richtig Teile. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, von wem. Da Ja. fliegt Ich Jonas glaube, über die Wiese. Jonas, Kademir auf jeden Fall. Aber wir müssen nach vorne schalten, denn wir haben Runde 33, wir haben VSC. Das heißt, Tempo wird vorgeschrieben. Luan gerade aktuell in Führung. 1,8 Sekunden. Ich hoffe, er sieht dann sein Delta. Jetzt bremst er gerade, ja. Sporty, Musli und Jonas in der Box. Guck mal wegen Flügel. Jonas Ja, gibt auf. da gibt's neuen Flügel. Ja, Jonas. Musli gibt neuen Flügel. Ich denke, Jonas wurde da irgendwie wieder rausgedrängt, weil der fuhr über die Wiese. Ja, aber wir wissen ja, dass die Ruhe in Person. Ja, das ist Panna 3 Sekunden. der Alpine-Chat wird gleich auch wieder hier Yin und Yang auspacken und sanftes Meeresrauschen. Wahlgejaule. Fährt bei euch Profit mit? Ja, Im Team? klar. Ja, dann ist das ja eine ganz entspannte Runde. Ja, absolut. Ja. Ja, Wir haben die entspannteste Runde aller Zeiten, haben wir bei ja, uns. ja. Der hat ja auch in Liga 3, also das war ja auch wieder ein fantastisches Qualifying von ihm, muss man ja auch anerkennen. Mit der 1,453 oder was er hatte, großartig. Ja. Ein Profit braucht nicht mehr. Der gute alte So, Rainer. So, wir haben ja, und grün. der fährt auch nur eine Runde und dann geht er rauchen. Ihm ist egal, wie die Runde war. Ich weiß. DRS ist aktiv, Runde 34 von 36. Luan, Droppy und Shadow. Vico auch noch in Reichweite, muss sich aber strecken, damit er nicht aus dem DRS fliegt. Und jetzt Spannung pur. Ich glaube, ich blende das Ganze mal aus, zeitentechnisch, denn jetzt sehen wir nichts mehr an Telemetriedaten. Droppy geht vorbei an Luan. Und Schafe versucht es auch direkt, schafft es aber noch nicht, bleibt noch dahinter. Und jetzt Luan links, setzt sich links daneben. Oh, der macht sich da super breiter. Droppy und Luan setzt sich Starkes wieder durch. Duell. Wieder Wheel on Wheel. Und jetzt für die nächste Kurve hat Luan die bessere Linie. Also es ist wirklich großes Kino, was die Fahrer uns hier bieten. Auch toll, was Luan da noch für Platz lässt und trotzdem die Geschwindigkeit mitnimmt. Ja, da hat der Droppy einfach die Tür ein bisschen weit offen gelassen. Da hat er, glaube ich, nicht mit gerechnet, dass der Luan da reingeht. Gut gemacht von beiden.
Und könnte der lachende Vierte hier noch Vico sein? Vico, bleibt dran. Bin ich mal gespannt. Auch wieder ein solides Rennen von dem Jungen. Absolut. Ja, ich habe jetzt So. keine Telemetriedaten mehr an, Martin, nur zur Info, damit man mehr vom Bild sieht, weil das ist hier wirklich großes Kino. Ich hab sie an, das macht es nicht viel uninteressanter. Oh, harte Berührung, da harte Ja, Berührung. Luan muss da So, aufmachen. Schafe zieht es mit. So, könnte es jetzt das Doppel. Doppelangriff. Luan geht innen rein. Luan geht innen rein gegen Schafe jetzt. Luan Hat die setzt sich Innenbahn, wer durch. hat die bessere Traktion? Ja, jetzt natürlich Schafe mit der Innenbahn. Wahnsinn. Und Schafe setzt sich erstmal durch. Ganz tolles Duell hier der drei. Ja, das war schon großes Kino. Also, ich weiß nicht, irgendjemand hat sich da, glaube ich, verbremst oder so. Ich weiß es nicht genau, man konnte das aus der Perspektive nicht sehen. Haben aber gut reagiert alle Fahrer und dadurch konnte. Oh. Oh, Droppi da mit dem leichten Quersteher. Ja. Und wir gehen in die letzte Runde. Und was für eine Runde. Eine unfassbar spannende Runde. Runde 36 von 36. Wer wird sich hier den Sieg holen? Und wann wird das Überholmanöver jetzt hier gestartet? Wird es jetzt schon passieren? Phoenix macht da ein bisschen die Decke zu. Und Luan geht innen rein. Droppi versucht weit auszuholen. Wahnsinniges Duell hier der beiden Williams. Luan jetzt mit der Innenbahn bremst später, macht er sehr, sehr gut, verteidigt sich da super, schickt Schafe weit raus, aber fair. Droppi versucht das auszunutzen. Ja, er zieht vorbei, der Droppi zieht Droppi. vorbei an Schafe. Wahnsinnig gut gemacht, also puh. Macht Kommt er Droppi noch mal noch mal ein ran? Harakiri-Manöver. Luan verteidigt. Och, ist das unglaublich jetzt. Bis zur letzten Alter Kurve Spannung. Falter. Super Und geiles wir Racing. gratulieren Luan zu dem Sieg hier. Unfassbares Rennen. Ja, auch von Droppi, Shadow, Vico und auch ein Timo. Holdi noch auf 6 vorgefahren, also nicht ganz Top 5, wie ich gesagt habe. Und wir haben Buttergier mal wieder mit der gelben Flagge. Auch komplett gebrauchtes Rennen für ihn. Ja, und jetzt Genauso wie guckt für man Gunman. Sporty. Guckt man Gunman. Platz 11, hat alles richtig gemacht. Ja. Alles richtig gemacht, wie wir gesagt haben. Auch Mika, ich nehme ein paar Punkte mit. Ja, für Sporty leider ein gebrauchter Tag. Und damit haben wir unser Podium. Zwei Williams-Piloten auf Platz 1 und 3. Luan tankt sich hier durch, der Mann im Qualifying. Warte, nur mal kurz. Mickey Puls 168. Ja, Wahnsinn. Jetzt war das war der alte Mikech, ne, so wie wir ihn kennen. Nee, aber Fahrer des Tages Beats. Auf jeden Fall starkes Rennen von Luan, der auch im Qualifying dominiert hat. Droppy in der letzten Runde auch nochmal gut gegen Scharfel da wirklich gefahren und alles rausgeholt, was ging. Also ich habe den gar nicht mehr auf Platz 2 erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, Scharfel hätte da die bessere Linie. Und ja, aber Top-Rennen, oder? Ja, natürlich. Ja, Schafe da am Ende natürlich mit dem Angriff musste er volles Risiko gehen, hatte die schlechtere Linie, verliert dann halt den zweiten Platz noch an Droppi. Aber ich glaube, das ist ihm egal, ob jetzt Zweiter oder Dritter. Er wollte Erster werden, muss er riskieren. Aber wir haben ein fantastisches Rennen einfach gesehen. Ja. So, Martin, also ich würde gerne nur Droppy am Mic haben und du kannst die anderen beiden nehmen. Ja, sehr gerne. Falls Luan kommt, im Normalfall, hält er sich ja fern bei solchen Siegerehrungen? Echt? Ja, meistens ja. So, Okay. aber wir gehen mal kurz durch. Also Luan gewinnt das Rennen vor Droppi und Schafe vollendet das Podium. Vico wieder mit einem souveränen vierten Platz, starker fünfter Platz von Timo. Heuli kämpft sich noch auf Platz 6 vom Platz 12 aus. Lord Racer. Kai auf der 7. Racer noch auf Platz 8 gekommen. Grandios. Platz 9 Panna Skills, Platz 10 Beast, 11 Gunman, 12 Mickey, 13 Beck, Kasimir auf 14, Balko auf der 15, 16 Buttergier, 17 Sporty, Musli auf der 18 und Jonas und Han Solo DNF. Jonas wird aber noch gewertet. Bringt dir halt auch nichts, wenn du so weit hinten bist. Schnellste Runde übrigens von Droppy noch. Das auch noch. Ja, guck Ja. mal, dann holt er sich da auch noch den Extrapunkt. Ja, und damit zieht Vico zum Beispiel auch an Sporti jetzt weit Ja, vorbei. der hat keine Punkte geholt, ne? Ja,
Genau, Droppi baut seine Führung natürlich nochmal massiv aus und Schafö kommt näher an Heuli. Ja, das sind so die kurzen Fakten des WM-Stands, aber auch Heuli dann noch auf Schafö einen guten Vorsprung. Da könnte es aber um die Vizemeisterschaft doch nochmal spannend werden. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall für den neutralen Zuschauer ein super geiles Rennen. Vor allem die Top 5, die haben hier heute abgeliefert. Racing League One, wieder tolles Kino. Und ja, jetzt sehen wir gleich die Fahrer in den Interviews. Ich bin gespannt, ob Luan noch kommen wird. Vielleicht steht noch irgendwas im Discord. Ich habe noch nichts gelesen, aber würde mich wundern, wenn Luan kommt. Also ich wüsste nicht, wann ich mit dem mal ein Interview geführt habe. Ja, sonst machst du heute sein Interview. Ja, da ich übernehme Luans Interview. Ja. Gut, Ja. dann fangen wir doch mal mit Platz 3 an. Schafö, herzlichen Glückwunsch. Fantastisches Rennen von euch. Wirklich großartig. Du hast versucht, in der letzten Runde nochmal Platz 1 anzugreifen. Ja, hast dann natürlich die Attacke von Droppi bekommen für Platz 2. Aber komm, erzähl mal, wie war dein Rennen? Wie habt ihr das für euch gesehen? Ja, ohne Safety Cars wäre es, glaube ich, ganz lustig geworden. Mit Safety Cars war es immer der Zufall, dass Luan gerade vorne war und ich dadurch in eine strategisch ungünstige Position geraten bin, dass da auch immer einer draußen geblieben ist auf alten Reifen und ich meinen schönen für mein RS verschwenden durfte. Aber an sich hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es mit halbem Flügel am Ende geklappt hätte, noch außenrum gegen Luan. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. So schlimm war der Schaden nicht, aber auf jeden Fall Glückwunsch auch an ihn, dass er das verteidigen konnte und auch natürlich auch an Tom, dass er da noch sich P2 zurückholen konnte. Ja, hat ganz Spaß gemacht. Hat ganz Spaß, also für den Ne, neutralen Zuschauer. hat ganz Spaß gemacht. Nee, nicht, hat keinen Spaß gemacht. Der Oh hat mein ganz Gott. Spaß gemacht, ja. Für den neutralen Zuschauer wirklich fantastisches Rennen gewesen. Ja, du hattest halt Pech, dass da immer einer dazwischen war. Trotzdem Glückwunsch und damit gebe ich weiter an Martin. Ja, auch von mir GG. Tom, auch für dich GG zu P2 und auch an Luan natürlich GG für Platz 1. Ja, Tom, also im Qualifying sieht man langsam Schwäche bei dir, natürlich durch das Deaktivieren der ABS, vom ABS, glaube ich. Aber man sieht so langsam Schwäche, aber im Rennen bist du wieder grandios stark, also wirklich gut abgeliefert. Ich dachte, du, das ist so P3, aber dann in der letzten Runde hast du nochmal alles riskiert. Erzähl mal aus deiner Sicht, bist bestimmt ordentlich am Schwitzen, oder? Es ging, also man hat ja immer eine, zwischendurch eine kurze Verschnaufspause wegen den Safety Cars, aber ja, ich würde mal sagen, ich fange einfach mal im Quali an. Also im Quali war eigentlich, ich weiß nicht, da war mehr drin. Natürlich, wie du schon sagtest, ABS aus ist natürlich eine Schwierigkeit am Anfang, aber bin zuversichtlich, dass es auch noch besser wird. Aber ich habe den Dreh im Rennen eigentlich schon ganz gut raus damit, aber halt auf eine Runde musste auf jeden Fall noch mehr kommen. Ja, genau, Rennen war halt einfach. Keine Ahnung, super Fights, also da kann ich auch nur noch mal sagen, Chapeau an Duan und Niklas. Also selten gesehen, dass man wirklich so noch fahren kann, Side by Side, auch zu dritt teilweise auch. Wirklich, es war Wahnsinn, hat doch übel viel Spaß gebracht. Voll. Aber ja, ich würde sagen, insgesamt war es doch ein sehr, sehr schönes Rennen. Also hat Spaß gemacht, das ist die Hauptsache. Da spielt das Ergebnis am Ende keine Rolle. Ja, vor allem für uns Zuschauer hat es richtig Spaß gemacht. Auf jeden Ja, auch Fall. als Fahrer auch. Also es war wirklich richtig gut. Eine Frage, Tom, du warst ja so ein bisschen, ja, sag ich mal, ein, zwei Saisons unantastbar. Jetzt mit Luan hast du natürlich da jemanden vor die Nase gesetzt bekommen. Das ist schon ein anderes Kaliber, oder? Definitiv, also ich kenne ja Luan auch aus der GFE, also ich denke mal, das kann noch spannend werden, ne? Und Niklas natürlich auch. Kann man erstmal nicht abschreiben. Ich glaube, das wird gegen Saisonende nochmal ein ganz, ganz enges Ding. Ja, okay. Dann danke dir auf jeden Fall, GG, und auch an Luan, GG. Starke Qualifying-Runde von dir auf jeden Fall. Und ja, Martin, mach mal weiter. Jawohl. Und damit kommen wir zu dem verdienten Sieger heute, Luan. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und der einzige Mann von den drei, der wirklich schwitzt, weil der Mann muss 36 Runden Fanatec durch die Gegend wuchten. Tolles Rennen, grandioses Qualifying gefahren. Du hattest da richtig, richtig gute Action mit der. Also so wie wir das gesehen haben, auch durchgängig fair gewesen, alles nur leichte Berührung. Aber erzähl mal, wie war es aus deiner Position?
Genauso sehe ich das auch. Also erstmal GG an den beiden. Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe selten so ein geiles Rennen erlebt und gehabt. Hat nicht immer Sinn gemacht, was sie gemacht haben, aber war auf jeden Fall lustig und hat Bock gemacht. Ja, im Quali war es eigentlich echt top, aber ähnlich wie beim Turm, da war echt erschreckend doch ein bisschen Zeit drin, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte den letzten Sektor, den, ich weiß nicht, ich glaube, einen Red Bull hatte ich noch gehabt von mir und ja. Han Solo. Hört man mich? Ja, Han Solo war das. Han Solo, ja, genau. Ich glaube, es war Han Solo und da war ich, glaube ich, 2 Zehntel besser, also Richtung 4er, 3-4. Also es wäre auf jeden Fall noch was drin gewesen, aber trotzdem 4-1 und im Rennen weiß ich, der Droppy, der kommt immer und auch Shadow. Also das war schon zu erwarten, aber dass es so geil wird, ich glaube, es waren über 30 Runden Zeit bei Zeit. Mega, einfach geil. Also hat Spaß gemacht und gerne wieder. Richtig, richtig interessant. Von unserer Seite war es halt auch, wie ihr wirklich im ersten Stint das DRS verbraten habt, wie die Bekloppten. ein Überholmanöver bei jeder DRS geraten, ständig Führungswechsel. Und ja. Irgendwie war es so, ab dem zweiten Stint habt ihr euch, als hättet ihr euch abgesprochen in der Box, komm, wir sparen jetzt alle mal das ERS und bleiben mal alle ganz cool. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger. Genau so war das. Es war echt strategisch. Also man musste immer genau überlegen, wo möchte ich sein, wenn es Richtung Ende geht. Also das war echt so eine Frage, die ich zumindest mir gestellt habe. Und ich habe es vorhin in meinem Stream schon gesagt, es gab eine Stelle in der letzten Runde, da habe ich wirklich kurz gebetet, dass mein Heck nicht blockiert, weil ich habe super, super spät gebremst. Und es hat funktioniert und ja, also ich bin mega glücklich. Übrigens, Spruch des Abends war von Pockel. Bei dir, Luan, du hast einmal das Heck verloren und bist fast abgegangen und hast das ja super gefangen. Sein Spruch war dann, da wird sogar der Brasilianer mal kurz blass. Da haben wir gut gelacht. Ja, man hat ja das Schöne, weil ich habe ja Multistream, also ich sehe halt auch dein Stream und dann dementsprechend auch dein Gesicht und alles dabei. Und die Streams, die haben immer 10 Sekunden Verzögerung. Das heißt, ja. Wenn bei uns im Stream was passiert, kann ich durch den Multistream halt sozusagen die Zeitlupe sehen. Und ich habe deine im Infield deine Reaktion gesehen, wie du das Heck gefangen hast. Also das war ganz großes Tennis. Das Ding hätte ich in 10 Jahren nicht so gefangen. Also ich wäre weg gewesen. Und dann hat man dir aber schon den Schock im Gesicht, hat man dir angesehen da zu dem Zeitpunkt. Absolut, absolut. Da habe ich echt kurz gezückt, aber ich glaube an der Stelle, ich weiß nicht, ob die Jungs das auch bestätigen können, gerade im Mittelsektor, der war schon tricky mit gebrauchten Reifen. Hatten wir alle, glaube ich, mal einen kurzen Moment gehabt da. Naja, safe. Der war echt tricky. Naja, ich habe den im Quali schon abgesetzt, nee. Aber da ist mein Quali verloren gegangen. Ja, beim Ausgang der zweiten schnell links bei dir, ja. Ja gut, dann wie gesagt, GG. Martin, du darfst heute gerne abmoderieren. Ah, das ist aber nett von dir. Ja, Glückwunsch nochmal, tolles Rennen gewesen. Martin, ich danke dir vielmals, mit dir kommentieren zu dürfen. War mir eine große Freude. Ebenso. Und damit beenden wir den Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder in Singapur und natürlich noch morgen. In der Division. Die fährt morgen auch noch am Freitag. Schaut rein und damit können wir heute abschließen. GG, Jungs, schönen Abend und danke fürs Kommentieren. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.